Hallo und herzlich willkommen bei Freizeitmobile Gulde. Wir sind heute auf der Messe CMT in Stuttgart und für euch vor Ort. Ich möchte euch heute ein ganz besonderes Modell vorstellen. Detlefs hat vor kurzem den neuen Yoka präsentiert auf der Messe in Düsseldorf. Und vor diesem Modell stehe ich heute und möchte ihn euch zeigen. Yoka ist ein Produkt, was Jugendliche Sportlichkeit und Flexibilität verbinden soll und das gepaart in einem Reisemobil, um das heutige Leben besser darstellen zu können. Heute möchte ich euch dann noch zeigen, was das Fahrzeug alles beinhaltet, wie Detlefs diesen ausstattet und hier auf der Messe präsentiert. Da ihr mich immer wieder nach den Preisen gefragt habt, möchte ich heute beginnen mit unserem Preisschild hier auf der Messe CMT 2024. Das sind die aktuellen Preise, wie Detlefs den Yoka Go anbietet. Das Modell T1. Wir haben eine Gesamtlänge von 5,99 Meter und sind auch nur 2,69 Meter hoch mit einer Fahrzeugbreite von 2,20 Meter. Somit sehr kompakt, eigentlich schon fast Maße eines Kastenwagen. Wir haben als Basis den Ford Transit mit 130 PS. Dieser wird aber meistens zum 170 PS aufgewertet im Paket. Wir haben hier eine Paketausstattung, Chassispaket, Designpaket, Paket X, was das Fahrzeug nachher zu einem Gesamtpreis von 67.158 hier auf der Messe zusammenspielt. Eine Besonderheit hier auf der Messe oder als Einführungspaket, das werdet ihr gleich noch sehen, ist ein sogenannter Einführungspreis, ein Messepaket mit über 7.000 Euro Preisvorteil für euch. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Zunächst möchte ich mit euch mit einem kleinen Rundgang starten. Der Yoka Go wurde ganz toll beklebt und auch sehr sportlich gestaltet. Unser Ford Transit bildet hiermit eine perfekte Basis. Mit 130 PS in der Standardausstattung und 170 PS als Sonderausstattung auch toll motorisiert. Im Yoka Go Paket sparen Sie über 7.000 Euro. Da ist schon mit drin bei unserem Fahrzeug die Kassettenmarkise, wie ihr sehen könnt, die Rückfahrkamera. Wir haben eine Außendusche mit dabei, Scheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, lackierte Frontstoßfänger, die Nebelscheinwerfer, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, doppelt verglaste Rahmenfenster, keine aufgesetzten Fenster und das Yoka Design Außenbeklebung. Fahrerhausklimaanlage mit einem größeren Monicypher. Monicypher bedeutet einfach, ihr habt ein Radio mit DAB-Anschluss, mit Rückfahrkamera-Anschluss. Dann haben wir Innenraumpaket Trendline. Das ist eine Ford-Ausstattung, was das Fahrerhaus etwas hübscher und besser gestaltet, mit Lederlenkrad zum Beispiel. Und die Warmluftheizung Diesel mit 4 kW. Lasst uns weitergehen, schauen wir weiter um das Auto rum. Ihr seht, toll ausgestattet. Auch auf dieser Seite mit der schönen Yoka-Beklebung und hier mit einer serienmäßigen Stauraumklappe hinten links. Die schönen Rahmenfenster passen sich wunderbar in die Form der Karosserie ein und sind von Polyvision. Vorne im Fortfahrerhaus, da schauen wir uns nachher von innen noch mal etwas an, haben wir hier auf der Messe mal demonstriert, dass man auch ein zusätzliches Schlafbett mit einbauen kann. Dieses ist für Kinder oder leichtere Personen gedacht, mit so 1,70 Meter bis 1,80 Meter Länge. Und somit kann man hier vorne, ohne Platz im Fahrzeug zu verbrauchen, einen schönen Schlafplatz gestalten. Geräumig und großzügig. Beim Ford haben wir hier drüben dann gleich die Zugänge zu Diesel und darunter auch gleich das AdBlue. Sehr praktisch, kann also direkt an der Tankstelle betankt werden, ohne einen zusätzlichen Stopp zu machen. Auch die Plissé-Rollos sind im Fahrerhaus enthalten. Die plissierten Rollos von Remis können wir hier das Fahrerhaus direkt und schnell verdunkeln und haben dadurch die Möglichkeit, einfach Privatsphäre zu schaffen oder die Sonne draußen zu halten. Detlefs stellt es aus, es ist ein Fahrzeug, um Sportbegeisterte
oder Wanderer oder anzusprechen. Kitesurfer sind hier zu Hause und bringen alles in das Fahrzeug unter. Hier mal als kleines Moped dargestellt. Hier habt ihr die Möglichkeit, euer Großmoped in den Heckbereich einzubauen. Und da sind wir auch schon am Heck mit unserer großen Heckstauraumklappe. Durch diese Klappe können wir mit einer Auflage, einer Auffahrrampe, das Fahrzeug oder das gewünschte Material unterbringen. Unser Joka besticht hier hinten. Erstens hat die Klappe den Vorteil, wenn es mal ein bisschen nieselt oder nicht ganz so schön ist, dann stehen wir im Trockenen. Zweitens können wir hier sauber beladen. Hinten links und rechts zwei Bänke, die zu einem sehr bequemen und großzügigen Bett umgebaut werden können. Ihr seht hier die Aufnahmen. Hier kommen drei Alubalken, die in der Truhe drin sind, rein und dann ziehen wir die Polster übereinander und können hier direkt bequem schlafen. Joka bedeutet Flexibilität. Bedeutet, wir können etliches Zubehör dem Fahrzeug integrieren. Hier mal gezeigt als Heckzelt-Variante. Hier können wir die Seitenwände runterrollen, die Heckwand runterrollen und haben damit die Fahrzeugfläche erheblich vergrößert und vielleicht einen perfekten Kochplatz für euch geschaffen. Hier hinten in unseren großzügigen Stautruhen habt ihr allerhand Platz für euer Gepäck, für eure Klamotten, für eure Sachen, die ihr zu eurem Sport braucht. Hier haben wir wirklich viel Platz, auch von außen zugänglich, und haben hier dann die Möglichkeit, das Ganze unterzubringen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Technik vom Fahrzeug im vorderen Bereich und haben hier hinten auch schön zugänglich einen portablen Frischwassertank. Das Fahrzeug hat standardmäßig nur 10 Liter Frischwasser eingebaut mit einer Außendusche und einer Spüle, sodass wir das Wasser immer wieder frisch holen können und den Kanister entnehmen können. Sehr praktisch, auch mal, wenn es mal 2-3 Jahre alt ist, dann holt man sich halt einen frischen Kanister, wenn man das Gefühl hat, der ist nicht mehr so toll, und dann geht es weiter. 12 Volt Steckdose hier im Heckbereich noch, um die ganze Geschichte abzurunden. Aber jetzt lasst uns mal nach drin gehen. Auch hier hat Detlefs wieder eine Besonderheit für uns, den breiten Einstiegsbereich. Detlefs hat ja auch hier sich Gedanken gemacht, was vorne praktisch sein könnte. Und dann haben wir entschieden, nicht nur eine Tür, sondern auch hier eine zweite Tür, um das Fahrzeug einfach auch den Eingangsbereich vorne zu vergrößern. Wir haben unten eine doppelte Trittstufe eingebaut, also die Holztreppen müsst ihr nicht mitnehmen. Eine doppelte Trittstufe eingebaut, sodass wir auch bequem hineingehen können. Und wir jetzt von Detlefs gewohnt seid, auch hier ausgestattet mit einer Fliegentüre und diese natürlich auch, damit es praktisch bleibt, auf beiden Seiten und damit unsere Freunde, die Mücken, draußen bleiben. Gleich im Einstiegsbereich seht ihr, wir haben Flexibilität, sowohl vorne als auch hinten. Wir können bis zu 2 Sitze dazu in die Schienen einbringen und können somit mit 4 Personen mit dem Fahrzeug fahren. Genauso ist es möglich, Fahrräder quer hineinzustellen und diese mit Halterungen an den Bodenschienen zu befestigen oder anderes Material, was für euch wichtig ist. Aber jetzt schauen wir mal hinein. So, jetzt sind wir in unserem geräumigen Joka Go angekommen. Der Joka besticht durch Flexibilität. Wie vorhin draußen schon gesagt, wir können alles hin und her räumen, wie wir es brauchen und wie wir es praktisch finden. Wir beginnen hier. Wir haben hier diese Detlefs-typischen Schienen eingelassen. In die können ja Haken, in diese können diese Ablageschienen, diese Aluschienen eingebracht werden und so weiter und so fort. Auch sehr praktisch und flexibel sind unsere Detlefs-Taschen. Diese sind nicht serienmäßig im Umfang enthalten, aber können jederzeit inkludiert werden. Hier könnt ihr zu Hause die Tasche mit nach Hause nehmen, ins Haus reinnehmen, könnt diese beladen. Ihr seht, da kriegt man doch einiges unter und könnt die Tasche dann direkt wieder hier durch die angebrachten Haken an die Wand hängen und an Ort und Stelle belassen, auch während der Fahrt. Sehr praktisch. Diese haben wir hinten dann nochmal, zeige ich euch dann. Wie vorhin von draußen schon erklärt, unser bewährter Ford Transit. Mittlerweile ein Standardfahrzeug in unserer Reisemobilbranche. Trotzdem möchte ich euch nochmal zeigen, wie toll dieser ausgestattet ist. Ich kann jetzt für euch leider nicht nach vorne gehen, weil wir das Kinderbett vorne eingebaut haben. Aber
Wir sehen, unser Transit hat ein Multifunktionslenkrad mit einer Bedienung für Tempomat, für die ganzen Multifunktionsgeschichten und auch für die ganzen Fahrassistenzen. Ausgestattet mit einer Frontscheibenheizung, ausgestattet mit Lichtregensensor und mit Spurhalteassistent haben wir hier auch das Fahrzeug sehr komplett. In der Mitte seht ihr unseren tollen Monisiver, den Detlefs uns in dem Paket spendiert. Und darauf ist dann auch die Rückfahrkamera abgebildet. Er ist mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung ausgestattet, sodass ihr euer Handy koppeln könnt. Und natürlich mit Apple CarPlay und Android Auto mit dabei. Klimaanlage, natürlich alles mit drin. Oberhalb des Fahrerhauses haben wir ein Panoramadachfenster, unser T-Haubenfenster mit Verdunklung und Fliegengitterroller natürlich dabei, sodass wir hier auch noch mal Licht ins Fahrzeug bringen, aber auch mal die Wärme nach oben heraus bekommen. Wenn wir weiter zu unserer Eingangstür schwenken, dann haben wir hier noch mal eine Leuchte. Leider, ich hätte euch noch gerne ein bisschen Licht gemacht. Hier auf der Messe ist die Lampe leider am Ende ihrer Akkukapazität angekommen. Die sollte man mal wieder laden. Aber auch sehr flexibel zum Abnehmen, auch mal zum irgendwo mit reinleuchten und ansonsten als indirektes Licht gedacht. Das Detlefs-spezifische Schaltpanel, um den Batteriestand zu prüfen, zu sehen, dass wir am Landstrom angeschlossen sind und natürlich den Hauptschalter für 12 Volt an-aus. Direkt darunter unsere 4 kW Ebersbecher-Heizung. Ebersbecher Dieselheizung, eine Marke, die bekannt ist in der Branche. Und toll, dass Detlefs dem Fahrzeug schon das digitale Panel spendiert hat. Hier können wir gleich heizen, lüften und auch programmieren, um es am Morgen, wenn wir reinkommen, gleich schon schön warm zu haben. Die Bedienung der 2 Trittstufen, damit wir bequem ein- und aussteigen können in unseren schönen Yoka Go. Herzlich willkommen jetzt in unserer kleinen Yoka-Küche. Auch hier hat Detlefs versucht, den Bereich nicht zu eng zu gestalten, damit wir für unser Material, auch Zurschienen am Boden, wieder Platz haben, um alles zu verzurren, damit das Ganze einfach auch hier in der Länge seinen Platz findet. Die Küche selber ist sehr schön ausgestattet. Hier jetzt mal neu oder anders mit einem Induktionskochfeld. Wir haben einen kleinen Wechselrichter verbaut und können somit über die Batterie direkt über die Induktionskochplatte kochen. Kein Gaskocher mit an Bord, somit gasfreies Fahrzeug. Detlefs wird dem Fahrzeug noch ein Upgrade anbieten. Das wird in die Serienausstattung einfließen. Das ist jetzt leider bei einem Messefahrzeug noch nicht beschrieben oder noch nicht ausgestellt. Hier haben wir einen kleinen Aufkleber drauf. Wir werden hier einen festen Oberschrank bekommen, eine feste Oberschrank-Variante bekommen, damit das auch alles fest und gut verstaut werden kann. Das wurde nochmal überdacht mit diesen Brettern hier und wurde jetzt nochmal überarbeitet. Ansonsten Schienensysteme bleiben, auch wieder hier zum alles aufhängen bleibt. Die Spüle bleibt genau so, wie ihr sie jetzt seht und sehr praktisch. Auch mit dem Kühlschrank. Dieser ist nicht serienmäßig mit dabei, also die Kühltruhe von Dometic, sondern die kann man dazu wählen, wenn man möchte. Das ist die 44 Liter Variante, also sehr geräumig, sehr großzügig und kann eben hier reingestellt werden. Wenn jemand sagt, das mache ich anders, ich brauche nur was Kleineres, kann er sich hier flexibel bedienen. Es gibt ja genügend Modelle am Markt und kann diese dann auch direkt hier unten einstecken und so in der Schublade nutzen. Ganz unten haben wir nochmal eine schöne kleine Ablage, einfach für Materialien, die sonst noch mit sollen und vielleicht nicht ganz so oft benötigt werden. Um die Küchenarbeitsfläche nochmal zu erweitern, hat Detlefs eine schöne breite Küchenverbreiterung installiert, die sehr stabil auf der Seite angebracht ist, einrastet und dann auch wieder abgeklappt werden kann. Einmal. So, auf der anderen Seite ein richtig geräumiger Kleiderschrank. Richtig geräumig möchte ich euch gerne zeigen. Hier drin haben wir jetzt noch einiges an Material. Als allererstes Platz für alles Mögliche. Wir können die Böden rausnehmen, können dadurch
einen Hängeschrank schaffen. Wir könnten abteilen und so weiter. Unten in der Ecke befindet sich unser Klapptisch. Den kann man flexibel nach draußen mitnehmen. Den kann man flexibel hinten ins Fahrzeug einstellen, um einfach hinten drin auch bequem essen zu können. Ein bewährter Matratzentopper von Detlefs ist hier noch mit drin. Den kann man dann auf die Bettfläche unten aufbringen. Und es wäre zum Beispiel auch noch Platz, werden wir immer wieder gefragt, für eine Porta-Potti oder vielleicht eine Trockentrenntoilette, so wie ihr das für ideal findet. Angekommen hinten im Fahrzeug haben wir schon unsere bequeme Sitzfläche. Hier haben wir wirklich viel Platz, um tagsüber oder abends den Abend zu verbringen. Falls wir eine schöne Sicht auf einen See oder auf ein Meer haben, haben wir hier eine tolle Aussicht, können unseren Tisch in der Mitte platzieren und können so abends bequem sitzen und können das Fahrzeug genießen. Dann können wir hier unten auch schon unser Bett bauen. Sobald wir bereit sind, zu Bett zu gehen, 3 Alubalken rein, Polster drüber ziehen und schon haben wir ein bequemes Bett. Mit unserem Matratzentopper aus dem Kleiderschrank natürlich top bequem und flexibel. Auch hier hinten wieder ein hohes Maß an Flexibilität, um nichts von vorne weg zu verbauen oder irgendwie den Platz zu verschwenden, hat Detlefs auch hier diese Taschen wieder eingesetzt. Ultra praktisch, schön zum Sachen verstauen. Ich mache noch mal eine für euch auf, dass ihr das Volumen noch mal seht. Ja, und hier können wir wirklich wunderbar beladen. Auf der linken Seite haben wir noch so ein kleines Klemmbrett, auch flexibel an der Wand über die gleichen Halterungen mit 2 Gummispannbändern, damit man auch dekorativ mal etwas unterbringen kann. Auch an der Kleiderschrankwand wiederum unsere Schienensysteme, hier einmal gezeigt mit dem Ablagekorb, nochmal das Einhängehaken-Set, wunderbar. Tolle Geschichte, um das Fahrzeug flexibel zu nutzen. Ja, auch das war es schon hier hinten. Wir haben die Dachluke noch hier hinten, das Seitenfenster. Ich finde das Fahrzeug sehr flexibel. Wir haben viel Platz für unsere Sportgeschichten. So, kommen wir schon zu unserem Fazit von unserem Yoka Go T1. Detlefs hat hier ein Fahrzeug mal wieder auf die Beine gestellt, welches Flexibilität und Sportlichkeit an den Tag legt. Wir haben hier ein Fahrzeug für junge Leute, für Junggebliebene, für alle, die sagen, ich will mal was anderes haben, möchte sehr flexibel, möchte vielleicht auch ein bisschen Moped einladen, Fahrräder mitnehmen oder Sportgeräte, Kitesurfboards für alle dazu. Es freut mich sehr, euch das Fahrzeug näher zu bringen. Wir sind die Firma Freizeitmobile Gulde aus Engen. Ich bin euer Verkaufsberater Stefan Schmidt und ich würde mich freuen, eure Kommentare zu lesen. Sagt mir, was haltet ihr von unserem Yoka? Was können wir verbessern? Und schreibt es mir in die Kommentare. Vielen Dank und wünsche euch noch viel Spaß. Stefan, ciao.